Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Gott. Meine Frage wäre, wie sieht es nun aus mit dem Stadttunnel in Feldkirch? Während jetzt in dieser Corona-Zeit ist es ja sehr, sehr schwierig. Wie ist der aktuelle Stand, beziehungsweise was plant man jetzt für die Zukunft? Ja, diese Pandemie hat natürlich vor Feldkirch auch nicht Halt gemacht und vor allem die Auswirkungen machen vor Feldkirch nicht Halt, wie überall, wie in jeder Gemeinde, wie in jeder Stadt, wie in jeder Kommune an sich, aber auch vor dem Land nicht. Das Projekt Stadttunnel ist, da ist ja der Bauherr das Land. Gemeinsam, wir sind zwar ein Juniorpartner dabei, wir haben sehr viel an Rahmenbedingungen dafür zu leisten. Eine dieser Rahmenbedingungen ist die Verlegung der Schulbrüderstraße. Das muss man sich räumlich so vorstellen, in der unmittelbaren Nähe des geplanten unterirdischen Kreisverkehrs. Ist es auf der oberirdisch, also die Verbreiterung, Verlegung einer Straße, Fahrradstreifen darauf und so weiter. Das sind die Dinge, die jetzt bereits im Auftrag sind und die vergeben sind und die werden auch umgesetzt. Es wird weiter am Projekt gearbeitet, was die Planungen und die Vorbereitungen betrifft. Natürlich wird man sich aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen sich überlegen müssen, ob der ursprünglich geplante Zeitplan noch hält. Das wird von verschiedensten Faktoren abhängig und da werden uns die nächsten Wochen und Monate zeigen, inwieweit der Fahrplan sich verändern wird. Aber dass er sich verändern wird, also davon gehe ich aus, da bin ich nicht blauäugig, um zu meinen, man könnte das also umsetzen, wie noch vor circa 3 oder 4 Monaten ursprünglich geplant war. Ist man dennoch optimistisch, dass das in nächstes Jahr noch umsetzbar ist? Also die Vorarbeiten für den Stadttunnel sind ja geplant, dass es da circa 2 Jahre dauert, die brauchen 2 Jahre die Vorarbeiten dafür. Und da ist noch überhaupt kein Anschlag an den des Haupttunnels vorgesehen in der Zeit. Und diese Vorarbeiten, denke ich, können in Abstimmung mit dem Gesamtterminplan schrittweise auch umgesetzt werden. Also ich bin natürlich mehr als nur optimistisch, dass ein derartiges Projekt, das ja die einzige Alternative einer Verkehrslösung hier in Feldkirch ist, umsetzbar ist. Und dazu wird es halt die entsprechende finanzielle Kraft brauchen. Und das wird eigentlich dann Hauptthema sein, bis wann das ist. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, auch gerade in dieser Zeit, und so agieren wir hier in Feldkirch, das haben wir auch während der Finanzkrise 2007, 2008 und 2009 so gemacht, dass wir antizyklisch vorgehen. Das heißt also gerade in dieser Zeit versuchen zu investieren, weil das für die Wirtschaft ganz wichtig ist, jetzt zu investieren. Das ist wichtig für den Erhalt der Arbeitsplätze. Das ist wichtig, dass unsere Unternehmen in dieser Zeit Aufträge auch von der öffentlichen Hand bekommen. Und daher, solange es und sobald es also unsere Finanzkraft auch erlaubt, werden wir derartige Projekte teilweise vielleicht sogar vorziehen und andere Projekte natürlich verschieben und einer anderen Timeline unterlegen. Also so ist die Strategie, die wir jetzt einmal hier im Haus in Ausarbeitung haben. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank fürs Gespräch und danke fürs Statement.